ein bisschen in meine Richtung. So. Na gut. Hallo und herzlich willkommen zu dem letzten Part von Resident Evil Revelations 2. Wir spielen jetzt die beiden letzten DLCs und beginnen mit die Prüfung, wo wir Moira und den netten russischen Mann spielen. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Yevgeny oder so heißt er. Okay, gut, dass du es weißt. Und wir beginnen einfach mal. Ja, neues Spiel. Boah. In Ordnung. Überleben oder einfach? Überleben? Was sonst? Okay. Boah, Spiel können wir auch ausnahmsweise direkt gehen, das finde ich richtig gut. Das musste ich wegdrücken, zweiter Spieler ist beigetreten, wow, und ich muss es bestätigen. Tja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sei, dass du mich nicht dabei haben möchtest. Achso, ja gut. Wo gehen Sie hin? Wenn du laufen kannst, geh! Ärger kommt selten allein. Klar, zu Befehl, Rasputin! Ich werde mich verpissen. Aber ich ging nicht. Ich konnte nicht. Wo sollte ich denn hin? Also kamen wir zu einer Übereinkunft. Er würde es mit mir aushalten, solange ich meinen Teil beitrage. Und das war der beschissene Anfang von 6 langen Monaten. Gerade so reingepasst, ne? Mhm. Ah, jetzt läuft's wieder. Sehr schön. Können wir uns auch mal selbst mal wieder im Stream sehen. Yippie! Ich glaube, wir hätten dem Fazit noch mal hinzufügen müssen, die Ladebildschirme sind zu lang. Aber absolut. Es gibt deutlich schönere Spiele, die weniger lange laden. Es sind jetzt 8 Wochen, seit ich von Claire getrennt wurde. Der alte Mann hat mich aus der Ruine gezogen und mich aufgepäppelt. Und der Armreif? Meiner hat nie die Farbe gewechselt. Und ich habe mich nie in eines dieser Dinger verwandelt. Ich Glückspilz, was? Sobald ich wieder auf den Beinen war, sollte ich dem alten beim Jagen helfen. Kurz gesagt, ich muss mein Essen selbst töten. Hausordnung. Kannst du mit Pistole? Mehr oder weniger. Gut, du sammelst selbst Munition. Hast keine mehr, nicht mein Problem. Ich verstehe schon. Ich werde keine Last sein. Mhm. Die Rationanzeige. In dieser Episode brauchen Sie Ration, um einen Abschnitt, um einen Abschnitt noch einmal zu versuchen. Rationen erhalten Sie, indem Sie Tiere erjagen. Wenn Sie nicht genug Rationen haben, um einen Abschnitt neu zu starten, wird das Spiel Game Over. Ihre Speicherdaten für diese Episode werden dann gelöscht. Das heißt, wir sollten gleich am Anfang alles volljagen. Du gehst zu Sägemühleneingang tief in Wald. Damit wir auch genug sterben dürfen. Jawohl, genau. Denn wir haben in dieser Episode Leben, wenn wir alle Leben verbrauchen, dürfen wir diese Kampagne von vorne beginnen. Danke, dass Sie mir den Appetit verderben. Ich helfe dir, du hilfst mir. Schulden sind schön, wenn zurückgezahlt. Ja, ja. Gehen wir jagen, ehe Sie an Altersschwäche sterben. Scheiße, ich hasse Pistolen. Möchtest du die ganzen Tierchen? Ich meine, Schaffels Munition ist leider zu wertvoll. Okay.
Okay. Also vor allem ist es damit tatsächlich auch recht schwer, diese kleinen herumhoppelnden kleinen Mecha-Häschen zu treffen. Hasenfleisch, ich habe gerade vorher Hackfleisch gelesen, wo ich dachte, wie habe ich das denn gemacht? Ja, die Technik möchte ich sehen mit dir, die in Hackfleisch verwandelst. Ja, ich kann halt alles, weißt du? Oh, die schreien so schlimm. Ach, wir sind schon gut dabei. Seid ihr meine Häschen? Deine Häschen ist. Sind das irgendwie alles deine Freundinnen? Oder? Ja, genau, meine Bunnies sind das. Deine Bunnies? Ich fühle ein bisschen wie Hugh Hefner. Ah, das glaube ich. Oder da habe ich hier ein paar Bunnies. Zack! Zwei. Und einfach zu lange zum Zuschlagen, Scheiße. Ich sollte das definitiv mit Waffenkunst bewältigen. Ja, mit dem Scharfschützengewehr ist das ein bisschen plump. Jep. Ja, ich habe das Problem, ich kann zwar schießen, aber ich versuche in Nahkampf zu gehen mit den Viechern, um Munition zu sparen. Das wird nicht. Sie braucht ewig. Ja. Und hier einer, zack, voll. So, wir sind voll. Gut, weiter geht's. Hast du hier noch irgendwas gesehen, was man einsammeln kann? Bisher noch nicht, muss ich zugeben. Nein, alles abchecken. Also bei Tageslicht sieht der Wald gar nicht so riesig aus, oder? Nee, ich finde auch, im ersten Mal hätten wir bei Tageslicht durchrennen können. Häschen könnten wir auch mit dem Messer jagen. Ja. So, wo bin ich denn hier? So einem komischen Kabuff. Ah, hier ist was. Grünskraut. So, ich finde hier aber definitiv wirklich gar nichts mehr. Es ist ungewöhnlich, mal keine Taschenlampe oder sowas zu haben. Ja, da muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Gut, dass wir keine brauchen. Oh, Moment, ich habe was anderes aufgeschreckt. Beste? Ein paar Schweine, Hunde. Und jetzt sofort Shiba-Pichi geworden. Wie lange sie braucht zum Zuschlagen, ne? Das ist echt. Kann mich konzentrieren. So. Wie hat Claire nochmal ihre Waffe gehalten? Kotzen. Warum will sie wissen, wie Claire ihre Waffe gehalten hat? Das hilft ihr auch nicht. Entweder sie kann schießen oder sie kann nicht schießen. Oh. Na gut, das war ein bisschen umsonst. Die habe ich ja schon genudelt. Musst ihr doch nicht töten. Ja, das merke ich, stimmt. Die ist tatsächlich voll. Was haben wir hier denn? Eine explosive Flasche. Den Zettel haben wir schon mal gelesen. Hat die gerade was wehgetan? Ja, ich glaube, mir ist gerade eine Schlange entgegengesprungen oder so. Ja, hier am Boden. Das habe ich schon seit Resident Zack. Evil. Oh, Schlangenfleisch, aber wir können eh nicht. Ganz ehrlich, wir sind so voll. Das nach so kurzer Zeit. Und Schlange möchtest du nicht wirklich essen? Nein, das war wohl. Es schmeckt bestimmt wie Hühnchen oder Hasenfleisch, das ich jetzt doch wieder mitnehmen kann. Mach ich auch nicht. Ich habe eben schon wieder Hackfleisch gelesen. Absolut. Oh, so. Da sind wieder Schweinehunde. Die Waffe würde ich gerne. Das sind so Viecher, auf die Mut ist einfach nicht für mich zu schießen. Ja. Ich glaube, ich sollte warten. Ja. Tatsächlich, für dich lohnt sich das, aber für mich mit meinem etwas schwerfälligen Fernrohr. Ich habe jetzt noch richtig auf die Fresse gekriegt. Ja, aber von den scheiß Hunden, ey. Ich habe allerdings ein grünes Kraut. Ja, ich habe auch eins. Oh, noch okay, eins. Perfekt. Dann müssen wir noch nicht unser Leben mehr riskieren. Dann ich werde jetzt mal gucken, wie schwer das Ganze wirklich wird. Noch mehr Muni für mich. Was haben wir hier drin? Desinfektionsmittel, genau. Maschinenpistole. Für mich gibt es hier so relativ wenig, aber ich habe auch noch keinen Schuss zum Schlachtziel verschwendet. Genau.
Auch wenn sich das wahrscheinlich gleich ändern würde. Ja. Nein, ich will den Hasen nicht töten. Warum habe ich zugeschlagen? Reflex. Noch ein grünes Kraut, yeah, geil. Na gut, Kram. Oh. Du darfst gleich, ja, snipen bitte. Schöner Schuss. Oh. Oh, da ist noch einer. Ist der Matsch? Ja. Oh, den hab ich zu Pori geschossen. Püri meine ich. Da ist noch einer. Der möchte auch nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, der hat die Schnauze voll. Hast du die Schnauze voll? Oh, mein Betäubungsmesser hat ihn eingeschläfert. Wahrscheinlich. Ah, hat ihn geschrieben. Cool, will ich auch machen mit meiner Freundin. Oh, fuck. Oh, was denn? Oh, ein Hammer. Hammertyp. Ein Hammertyp? Ja. Ist der voll cool und so, oder? MC Hammer ist das. Alter, bist du was gegen mich geflogen oder hat er mich nein, aber no, okay, es war ein bisschen zu leichtsinnig, was ich gerade gemacht habe. Ah, was haut mich denn da? Irgendwas. Hast du? Da sind Bugs am Boden. Ja. Deswegen. Einer ist Matsch. Verdammt, das ist die Munition dieser Clown. Okay, das hin. Okay. Den habe ich auch weggehauen. So, unser netter Gast hat geschrieben, das möchte er auch gerne mit seiner Freundin machen. Ja, kann ich mir empfehlen. Kooperativ Horrorspiele mit der Freundin oder so, das wurscht. Aber nur nebenbei, wir sind kein Paar. Nein, das stimmt. Aber ich bin eine Freundin, das können wir so stehen lassen. Das stimmt. Ich glaube, sonst wärst du nicht hier. Hallo Fremder, kommen Sie rein. Wollen Sie mit mir spielen? Gut. Okay, das klingt ein bisschen strange. Ja, aber das klingt nach einer Story von Schöpfenfrau. Oder vielleicht nach einem Blumenpaar. Da sind noch Bugs am Boden. Mach dich Messer, aber Schwein dich auf. Wo schlägt sie hin? Verdammt nochmal. Okay. So, okay, den bin ich losgeworden. Mal gucken, liegt hier noch irgendwo was? Nee. Liegt nix. Rotes Kraut. Ja, das ist sehr gut. Dann können wir mal gleich kombinieren. Hast du aufgehoben? Ja, habe ich aufgehoben. Ich glaube, du sollst es auch in absehbarer Zeit dir ein bisschen gönnen. Ach, wir sind doch jetzt gleich schon wieder durch. Bist du denn heil? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht, aber wenn nicht, dann kann ich mich heilen. Also die Sprung- und Fallmechanik dieses Spiels ist auch immer noch großartig. Oh, da ist glaube ich noch eine Kiste. Oh, Schrott und Injektion. Die ist immer nützlich. Dazu dürfen wir nicht nein sagen. Oh, warte, ich glaube, die ist auch noch eine. Schön versteckt in den Schatten hier. So, jetzt können wir. Wir haben, was wir brauchen. Können wir Feierabend machen? Okay, das sollte genug Essen sein. Gott sei Dank, ich muss mich hinlegen. Hinlegen? Wir früh fertig. Also hilfst du mir schneiden Fleisch. Wow, lehrreich. Also hilfst mir schneiden Fleisch. Ich könnte es keine Minute mehr aushalten, von so einem Besserwisser herumkommandiert zu werden. Warum suchten wir keinen Weg von der Insel? Njöt, sagte er. Kein Zweck, schau Realität ins Auge. Sein Haus, sein Weg. Aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Noch nicht. Ich dachte nur noch an eins. In Wirklichkeit dachte ich nur noch an meinen Dad. Jene Nacht träumte ich von Barrys Sterbebett. Er sah echt traurig aus. Niemand war bei ihm. Niemand zum Nörgeln. Er hatte kein Feuer mehr. Als ich aufwachte, merkte ich, dass ich geweint hatte. So wie ich gerade. Ja, bestimmt. Mindestens genauso melodramatisch. Oh ja, da sind wir durch den ersten Abschnitt durch. Und geht relativ fix heute. Ja, es wird aber auch knackig genug. Ja.
Aber ich habe mir was im Rücken geklemmt. Oh. Ja. Es fühlt sich gerade die ganze Zeit an, als könnte es knacken, aber es knackt nicht und es tut weh. Egal. Ach so, war das denn knackig, aber nicht gemeint. Und der Ladebildschirm. Ach, ja gut, den kann man immer mal sehen. Dann kam der Tag, als ich echt Scheiße baute. Ich musste dem Alten versprechen, nicht rauszugehen. Aber am Tag jagten wir nur. Ich wollte nur einen Weg nach Hause finden. Aber ich habe diese Freaks genau zu unserer Haustür geführt. Und dann ging die Scheiße richtig den Bach runter. Ich möchte das nicht. Was? Das hört sich sehr einladend an. Tut mir leid, helfen Sie mir doch! Ich sollte dich wegmachen. Du solltest nicht wegmachen! Zu gehen, ihr könnt auch mit der Mafia arbeiten. So wie der redet. So, warten wir auf die Ersten. Ja, ich sehe sie schon. Ja. Das lohnt sich einfach. Diese Erdenidioten zu schießen. Oh, 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 da ist die das. Oh, fuck. Hunde um sich. Oh, das ist ja richtig schön, oder? Sehr schön, da hinten ist er noch einer. Ja, ich seh's. Oh, beweg dich nicht so schnell, du kleines Drecksvieh. Und noch, oh, Hammerboy. Ach, das ist nicht. Der ist gerade ein bisschen gefixt auf dich. Ja, dafür. Dann schieße ich ihn ein bisschen in den Rücken. Oh, shit! Nein! Ah, fuck, da kommt noch einer. Der ist Matsch. Ja, dafür kommt der nächste. Ah, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Fuck! Zugegeben, der war plötzlich schneller als ich dachte. Zum Glück, dass ich auch ein ziemlich flotter Rentner bin. Opa hat immer noch drauf. Ach. Hier kommt Opa. Mann, der will's wissen noch. Pass auf, drauf. Ha, zack, und jetzt ist Matsch. Ja. Ich muss ihm trotzdem noch einen hinterhergeben. Einfach nur, weil ich's kann. Ja, genug. Ich mache dich schon lange gezeigt. Mehr Erfahrung, mehr Kugel. Mehr Kugel, meinen Sie? Wieso sollte er abgeben? Er hat doch nur Munition für Snipe. Allerdings, ja. Vielleicht könntest du damit werfen. Ja, ist eine gute Idee. Ich höre Typen, sehe aber noch Odus. Welche? Ja. Achso, du bist hinter mir. Was hast du? Das war auch knapp vorbei. Boah, scheiße, ein explodierender. Fuck. Oh, pass auf, da kommt noch einer. Jetzt mitgenommen. Ist nur noch der Große? Ja, der steht da noch. Ach, da rennt boah, da hat er mir richtig ein runtergezimmert. Ich dachte, du bist runtergeholt, sagen, oh Mann. Ja, gut, das wäre natürlich viel besser. Ich glaube, das war's. Jetzt, es kommen noch mehr. Wir müssen bewegen, während Chance haben. Okay. Hallo! Los! Oh. Gut, diese Teleportation hatte ich ganz vergessen. Aber brauchen wir das nicht hin? In dieser Gasse werden wir nicht können, aber die Ratte brauchen wir noch nicht. Richtig.
Also schnell rein, schnell raus. Er explodiert. Ich muss fast gar nicht gegen ihn ins Kämpfen gehen. Ach, scheiße, auf deiner Seite. Ein Fetter. Versuch genau, versuch ihn von deiner Seite zu schneiden. Oh nein, da ist auch noch einer hinter uns. Scheiße. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Hab ich vor. Da. Okay, eine Kugel für sinnlos auf jeden Fall. Ich habe noch 30 Kugeln. Das kriegst bestimmt, glaube ich, noch welche, oder? Ja, aber das ist selten. Deswegen muss ich richtig sparen. Schöngewehr-Money. Oh, ich denke gerade, warum geht sie da nicht hoch? Oh. Oh. Explodiert. Ach. Alles gut, der ist da. Ja, der auch noch nicht. Vetter, 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 Vetter! Und dann explodieren da dahinter. Lass den explodieren und hochgehen. Oh, verdammt. Ihr habt mich ein bisschen angekleidet. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Alles gut. Alle down. Noch irgendwas? Du brauchst dich nur eben erholen. Ja. Das ist uns gelungen. Hier ist eine Kiste. Die Pistolenmunition, die sammle ich erstmal für dich auf. Ja, mach das. Oh, da ist ein Typ. Ein Typ? Ah, das ist der Warntyp. Ja. Oh, das ist noch, ein Typ. Manchmal fehlt er doch der letzte Tick im Abschluss. Ich glaube, das war der letzte. Ja, das sieht so aus. Jetzt Experten. Wir müssen abwarten. Hier ist eine Schlange. Magst du meine Spezialwaffe? Benutze sie bereit. Und das ist Munition für dich, jede Menge. Ja. Ich habe eben gerade aus Versehen die Waffe getauscht. Oh, da kommen Viechers. Ja. Matsch. Auch Matsch, noch einer. Ach scheiße, das ist aber eigentlich zu viel, ziemlich gegen die Verballer. Gut, das war's. Oh, alles ja, gut. Ja. Müssen wir kurz warten, bis wir runterkommen. Schalten Sie aus! Schnell! Schnell! Zum Abhauen! Schnell! Sie kommen von beiden Seiten! Weniger reden! Mehr aufpassen! Hier ist Muni für dich, Gewehr-Muni. Ja, ich werde leider gerade festgehalten. Oh, auch ein bisschen Deckung. Ja, das ist alle ein bisschen weit weg. Oh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Ich lock's jetzt zum Fass rüber. Tu ich, tu ich. Ah. Da sollen wir explodieren, ne? Kurz warten. Und weg. Okay, wo hast du die Gewehrmunition gesehen? Die war irgendwo hier im. Hier rechts, hier. Da wo ich stehe. Alles klar. Ich glaube, ich habe einen Schein vor, der soll die Fresse kriegen. Oh, da kommt auch einiges. Oh, das ist der FBI besessen. Okay, okay. Da ist einer. Der explodiert, dass sie nach rankommt. Gut. Oh, ja, gut, das hat bei mir nicht gereicht, offensichtlich. Da ist noch einer. Oh, da ist ein Hammerball, haben wir auch gehört. Den verpasse ich jetzt aber auch nicht rein. Oh, da ist was anderes. Da ist was ganz anderes. Oh,
Gut, wäre auch so gewesen, aber. Oh, da haben wir mehrere Freunde. Oh, Feuer! Ich bin geschockt. Ich liege herum. Ja, ich bin da. Ja, alles klar, gereicht. Wir müssen hier unbedingt raus. Andere Richtung. Ah! Lass mich nicht sterben, mein Drecksvieh. Du bist jetzt dagegen, mich gelaufen. Ja, aber ich kann da nicht durch. Scheiße. Okay. Sobald wir hier sind, müssen wir aufpassen, dass ein mehrere Sprengfässer findet. Oh, verdammt, der kommt richtig schnell. Oh, sehr schön gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die Hammerbrüder und sowas. Los werden, die da noch nachkommen. Okay. Hast du gerade gesagt, ich glaube, wir gewinnen? Ja, hat sie gesagt. Das ist doch kein Spiel! Ja, gut, im Grunde genommen schon, aber. Oh. Da kommen weitere komische Ulum-Geräusche. Ulum-Ulum! Ich sehe zwar noch niemanden, aber das wird sich sicherlich gleich ändern. Da habe ich. Die haben sich direkt hier in den Raum gebracht. Ah, fuck. Und der nächste, der mich von hinten. Bang rein. Das klingt ja wundervoll. Oh, verdammt, ey. Kommt der nächste. Oh, verdammt. Entschuldige. Oh, dafür hat es den Sprengtypen nicht erwischt. Den Hammertypen nicht. Oh, ich denke, da will er lang rennen, aber das doch nicht. Sagt das Blätter. Oh. Meine Nation geht auch weg wie nichts, ey, ne? Ja, jetzt ist die. Fast geschafft. Ja! Geiles Ding. Ich glaube, da oben ist Munition für mich. Für dich. Oh, wir haben Munition. Oh, Hammer. Oh! Noch mal. Oh. Ah, fuck. Da kommt wieder so ein Feuerspucker. Ja, alles klar. Oh, verdammt, der hat voll Bock, um mich zu grillen. Verdammt, voll um eine Wampe vorbeigeschossen. Eine oder sind zwei? Oh, geil. Ich brenne. Oh. Verdammt. Das war mein Seite drüber. Ja, ich bin dabei. Oh. Nein! Ach, jetzt! Verdammt. Das ist ein Abschnitt. Wir waren so gut! Und nicht beenden. Oh! Bin ich darauf gegangen? Gerade bist versehentlich als weggeguckt hast. Ups. Wir schaffen's. Na, Logo. So. Oh, fängt gut an. Wie? Die ganzen Sachen sind nicht mehr da? Was? Um Gottes Willen. Nee, ehrlich! Die ganzen Sachen, die wir eingesammelt haben, sind nicht mehr da. Zwischendurch ein Checkpoint? Ich dachte eben tatsächlich ja einer gewesen. 15 verbleiben. Oh, fuck. Oh, Hammertyp. Alles
alles, was wir am Kisten aufgemacht haben, ist weg. Scheiße. Oh. Ach, verdammt, ey. Jetzt darf ich mich aber nicht smashen lassen. Oh, verdammt. Down, der nächste. Kommt schon. Boah, ah! Der hat der ausgeholt, ey. Du hast geschafft. Du hast geschafft. Okay. Jetzt habe ich aber nicht ansatzweise so viel Kugeln gefunden. Oh, verdammt. Noch 7. Und da kommt auch schon. Mit der Freddy Mac Speckspeck. Ja. Trotzdem trifft er mich. Verdammt, voll verzogen. Langsam ziehen die auch an einem. Verdammt. Weg, 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 weg. Puh. Die Munition können wir echt gut gebrauchen. Oh. Boah, der hat mir gerade richtig schön aufs Maul gegeben. Komm zu mir. Wo bist du? Weg. Sehr gut, ausweichen. Boah, verdammt, hat er mir den Rücken geballert. Ah, da rennt er mich um, diese Pissnecke. Halt, ich muss von ihm. Ja, das ist eine gute Sache. Der scharf auf mich. Boah, der sieht überhaupt gut aus, ey. Ich habe ihn gemessen. Gemessen? Das wird ein großes. Ui! Kannst du mal mit irgendwas mal auf das Sprengding schießen? Ich glaube, da lag beim letzten Mal die Snipermunition danach. Oh. Der alte Mann war. Ich hab gerade abgedrückt. Schade, Schokolade. Er sagte mir, ich solle den Tatsachen ins Auge sehen. Mich aufs Überleben konzentrieren. Ich hätte auf ihn hören sollen. Ich hab mir geschworen, mich zu bessern. Härter zu arbeiten. Solange die Insel stärker als ich war, würde es kein Entkommen geben. Dein T-Shirt blendet gerade voll. Das ist voll lustig. Ich bin ein Engel mal wieder. Das Licht reflektiert vor meinen Antlitz. Nein, eigentlich nicht vor meinen Männern, Man-Boobs, aber. Ach so. Ja. Genau. So, das Kabel haben wir hinter uns gebracht. Ein Leben verloren. Das geht. Das geht, würde ich auch sagen. Könnte schlimmer sein. Es war etwa 6 Monate nach dem Turmeinsturz. Oh nein. Ein Monster auftauchte. Was es auch war. Es war das Weg. Du hast das schon mal gemacht. Du machst das jetzt hier. In der Scheiße stecken. Ah, dann sah ich dir gleich eine Datei auch noch. Ja, das dachte ich mir. Aber da hättest du dich sowieso rausgeredet. Besser Hamstern, als alles brennen zu sehen, nicht? So, diesmal weiß ich. Vor Sonnenuntergang. Insel wird gefährlicher. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wenn du hast, was du brauchst, triff mich bei dem Hang zum Bein. Ich beobachte die Situation von oben. Guter Junge. Sei vorsichtig, Kroll. Ja, sie auch. Ja, heißt. Leck mich am Arsch. Noch einer von diesen Ärschen?
Du darfst nicht von ihm gesehen werden. Ja. Aber was wenn doch? Lauf! Ach, jetzt habe ich wenigstens wieder Kugeln. Das heißt, es ist sowieso nicht so schlimm gewesen, dass wir gerade, dass ich gerade Kugeln rausgegangen bin. Der da hinten war gerade da. So, jetzt habe ich hier meine coole Position, in der ich sowieso eigentlich quasi nichts machen darf. Das macht dieses Kapitel so spannend. Ich kann zwar einen Typen sehen, aber nicht auf die Schieße. Ja, aber auch schön, dass die Karte da oben so groß ist, dass du mir wenigstens sagen kannst, hey, das ist genau der Typ vor dir. Ja, das Problem, tatsächlich kann ich dich in 90% der Fälle nicht sehen. Also eigentlich kann ich dich nur in ganz bestimmten Gebieten visuell unterstützen. Und ich mag nicht zu den Typen gehen. Ja. Wo du Stealth so hast. Ich hasse Stealth, ja. Aber das ist eine reine Schleichrunde, in der wir uns mit neuer Munition und sowas ausstatten können. Also Jacqueline startet uns hier neu, mit neuer Munition aus. Ich hocke hier auf dem Dach und kann da eigentlich nur die Typen anstarren. Denn sobald ich die anschieße, schrecke ich die auf. Und ich weiß nicht, wo die ganzen Viecher sind. Da hinten läuft einer, den sehe ich. Bruder, wo stehst du? Ich glaube, das geht eher an dich. Oh, 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 da hinten läuft einer. Ja, ich sehe hier ein paar. Die haben hier auch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das sind Weihnachtsmänner, die haben irgendwie den Weihnachtssack dabei. Am Arm. Ja, genau, am Arm. Gut, wo hält der halt sonst seinen Sack? In der Hand, denke ich. Boah, hat der Typ mich gerade verjagt, Mann! Hm. Fängt er einfach an, da rum zu husten. Sparwasser für Waschen aus deinem Mund mit Seife. Ja. Alles klar. Passt schon. Wasche aus deinem Mund mit Seife. Ja, die Gelegenheit muss man nutzen. Nach dem DLC können wir dann kommende Woche endlich ein neues Spiel anfangen. Da werden wir ein weiteres wunderschönes Spiel anfangen. Ich weiß nicht, warum ich mich so zu dir rüberbeuge, nur ums Haus rumzugucken. Ja, vielleicht hast du schon vor deinem geistigen Auge das Oculus Rift aufgesetzt, das wir ja eigentlich haben müssten, bevor wir irgendwelche neuen Horrorspiele anfangen. Nein. Ja, doch unbedingt eigentlich. Eigentlich schon. Absolut nicht. Hm. Wie lange läuft das Spiel? Es soll sich umdrehen, zurücklaufen. Das ist ja eigentlich schön, das zu sehen. Ich meine, das Dorf ist ja an sich sehr idyllisch. Würde ich gerne wohnen. Hm. In diesem Grau-Braun. Die Nachbarn sind eigentlich auch recht stille Typen, muss man sagen. Zack. Erledigt. Modernste Hightech-Stromversorgung gibt's hier. Oh ja. So, hier ist sonst nichts. Absolutely nothing. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo du genau bist. Mein Radius ist wirklich erschreckend klein. Oh. Ich bin von dir aus gesehen rechts. Ja, da ist auch noch ein Typ, der hier so rumdümpelt. Ja, bei dem komme ich gleich irgendwann raus, ja, wahrscheinlich. Den kannst du wahrscheinlich fast ganz mitunter zuletzt erledigen. Denk dran, es gibt hier irgendwo ein Haus, da kampiert auch noch der eine oder andere, glaube ich. Mhm. Kann ich mich finster dran erinnern. Hier ist gerade keiner, alles gut. Ist hier drin einer? Siehst du hier drin einen? Bei dir sehe ich gerade keinen. Ich weiß, dass es ein Haus mit einer verschlossenen. Da! Oh, da, ich wusste es doch! Also es gibt gut, dass ich nicht reingegangen bin. Es gibt auch eins mit einer verschlossenen Türe, da müsste einer drin sein. Da darf man nicht zu optimistisch reingehen dann. Ich muss schon wieder pinkeln, das gibt's nicht, ne? Ich krieg gerade so Gänsehaut, weil ich so trinken muss! Könnte der Typ sich wieder umdrehen und zurückgehen, damit ich ihn kaputt machen kann? Alter, komm mir nie wieder so nah, ey. Was, ich hab so einen Sicherheitsabstand, so von 1 Meter mindestens. Wenn nicht sogar mehr. Und wehe, die kommen näher.
Ja, oder ab und an gibt es noch ein Kalikit übrigens zwischen den Häusern, da uns mittlerweile ein Futterbeutelchen fehlt, vielleicht. Ja, aber nein. Ich müsste die erschießen, weil ich mit Schlagen nicht so schnell hinkomme. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von denen du da zwischen den Gebäuden schon weggehauen hast. Gar keinen. Sonst würde ich da ein bisschen den Kebab machen. Also zwischen den Gebäuden vielleicht drei Viecher getötet, weil die müssen noch genügend rumlaufen. Da hinten läuft einer, den sehe ich. War hier sonst noch was? Habe ich nicht irgendwo eine Taschenlampe gehabt? Bitte. Okay, alles gut. Taschenlampe wieder aus. Wo ist der Kern? Da hinten. Ich mache hier noch meine Fitnessübung hier eine Zeit auf den Dächern. So als alter Mann. Sollte man nicht nur Doppelherz nehmen? Oh, jetzt eine Kiste. Allerdings ist da noch irgendwo der nette Nachbar von nebenan. Ich glaube, ich müsste auch bald alle haben von den scheiß Drecksviechern. Ne? Ja, du bist, glaube ich, auch gerade an. Hast gerade, glaube ich, mal den Nachbar umgebracht. Kann das sein? Den Nachbarn, ja. Ja, wenn, genau. Dann bist du gerade auch an der Kiste vorbeigelaufen. Ich höre noch jemanden grunzen. Ich glaube, der ist unten im Haus. Oh shit! Seit wann steht da einer? Wieso kommt der hier lang? Das ist ein neuer Hausbewohner. Ja, genau. Das ist aber nicht gar nicht diesen Radius zu laufen. Versteck dich besser in die Ecke. Der kommt ganz schön weit. Ja, warum? Wo läuft er ganz hin? Ich habe das Gefühl, der dürfte jetzt etwa unter dir gleich sein. Ich kann dir aber. Ah ja, der geht zurück. Ich sag dir, wann er unter der Treppe ist. Er ist jetzt einfach neben der Treppe. Dürftest du relativ klar, ziemlich schnell umlegen können. Seit wann machen die so eine Runde? Ich hab das noch nie gesehen. Tja. Das sind auch zwei kleine, das sind auch keine Stealth-Genies. Ja, wahrscheinlich. Heftig, echt. Nein! Das sind beides einfach eine normale Pistole, oder? Das sind beides Magnums, glaube ich. Nein, das eine, was ich gerade in der Hand habe, ist eine Pistole sein. Bist du sicher? Ja, aber ich könnte. Das ist oben hast du. Das was, was du oben hast, ist glaube ich eine Pistole. Nein. Das hier jetzt? Ja, das. Das ist. Ja, dafür habe ich mir ein Flashlight da liegen lassen. Ich glaube, das brauche ich auch nicht mehr. Das war fast alles. Bis ich einsammeln konnte. Ja, 6 Minuten haben wir noch. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt immer noch das eine Haus mit der Tür. Hörst du irgendwo noch einen rumlaufen oder so? Ich höre gerade keinen, aber ich weiß, dass es noch einen, bestimmt mindestens einen gibt. Allerdings kann ich jetzt, glaube ich, auch langsam runterkommen. Hier oben, den meinst du? Ja, genau. Da müsste einer drin sein. Vermutlich. Rechts irgendwo. Ja, gut, das irgendwo war gut gesagt. Oh! Muss ich zugeben. Oh! Ich hab jetzt mal Luft angehalten. Ja. So, ich bin jetzt runtergekommen übrigens. Mhm. Gerade steht er mit dem Rücken zu mir, oder? Oh, ja, ja, ja gerade stand er mit dem Rücken zu dir. Ich nehme mich immer wieder weiter rüber! Ich sag's dir, das ist absolutes Rift. Das brauchen wir. Nein, das brauchen wir absolut nicht. Doch, damit du die Horrorspiele spielen kannst. Nein! Oh, was ist das? Ist das Scharfschützen? Das sah nach einem Maschinengewehr aus.
Also ist eine AK. Also würde ich das eher, wenn, durch deine Uzi ersetzen. Aber ich habe keine Muni dafür. Das ist schlecht. Also nicht, dass ich wüsste. Also es sah aber aus, als hättest du die Muni. Sturmgewehr. Ja. Ja, ich weiß nicht. Na gut, ich tausche es. Aber nur ausnahmsweise. Ich dachte, ich mich dann wieder jemand angehört. Vielleicht bin das nur ich, die ja halt laut atmet. Ja. Ich glaube, du rasselst auch genau wie die Dinger. Mhm. Hört ihr doch genauso an. Mhm. Stimmt. Ich bin mir sicher, du bist es gewesen. Ja, ich denke aber auch, wir haben. Achso, hier kann man die Jagd beenden. Das heißt also den Abschnitt abschließen. Das wäre natürlich schade, wenn wir noch Sachen finden könnten. Magnum Money liegt hier noch. Okay, warte, habe ich Magnum noch nicht durchgeladen? Denkt dran, Kram kann irgendwelchen unnötigen Kram kannst du sonst auch mir ins Inventar drücken. Ich glaube, meins müsste ziemlich leer sein, ausnahmsweise. Ich weiß gar nicht, habe ich nicht auch was für dich gefunden? Du? Keine Ahnung, Verbandsmittel oder so kannst du mir sonst geben. Ja. Aber nicht alles. Hm. Warte, ich kann. Warst du hier schon in diesem Haus schon mal drin? Nein. Ich kann dir noch eine Pflanze übergeben. Oder war das nicht das Haus zu leben? Da ist auf jeden Fall noch Kram drin. Schönes Kraut, explosive Flasche, Pistolenmunition. Was soll unser Verbandsmittel? Wir haben noch Zeit. Ja, ich glaube, wir sollten noch langsam. Oh, verdammte Schlange oder so. Schön, ja. Moment. Wo bist du, du? Boah, Konstriktor. Python-Klatsch. Ach, da war sie doch. Ha! So, zack, und da haben wir unser Leben auch schon wieder voll. Siehst du wohl! Das hat sich ja richtig gelohnt, Heuchel. Oh, hier liegt auch noch ein bisschen was. Desinfektionsmittel, kannst du nochmal reinkommen. Hier, ja, hier. Ja. Sollen wir den Rest ein? Jo, Sturmgewehrmunition. Da haben wir Desinfektionsmittel. Jawohl. Da gehen wir gut gerüstet in den nächsten Abschnitt. So, ab geht die Post. Okay, das sollte uns absichern. Gehen wir zurück. Zwischen den Vorräten fand ich ein Dokument. Eine Liste der Inselbewohner, die in der Mine zu Testobjekten gemacht wurden. Als der alte Mann sie sah, wurde er kreidebleich im Gesicht. Irina, flüsterte er. Es war einer der Namen auf der Liste. Später erfuhr ich, dass Irina seine vermisste Tochter war. Tja. Also wäre es die perfekte Zeit, um Dinge zu gehen, aber ich glaube, wir sind fast durch, oder? Ich glaube, es fehlt tatsächlich nicht mehr so viel. Ich weiß, es kann noch ein richtig, richtig schön schwieriger Abschnitt. Lohnt es sich, Dinge zu gehen? Ja, ne? Ja, vielleicht. Sollte. Ganz möglicherweise. Schnell. Aber ganz schnell. Hoffentlich. Ich will nicht wie beim letzten Mal enden, dass ich verprügelt werde ohne Heilung. Der Alte wurde anders durch die Spur seiner Tochter. Ich nahm sie nicht übel. Täter sind immer besorgt. Ich hätte das bei meinem Dad erkennen und nachsichtiger sein sollen. Es war bizarr, dass ich Irinas Namen kannte, aber der alte Mann mir sein nicht geben wollte. Ich glaube, er hatte Angst. Angst davor, noch jemanden zu verlieren. Also tat ich ihm einen Gefallen und verriet meinen Namen nicht. Groschka war gut genug. Aber tief im Inneren wollte ich, dass er mich fragt. Ich glaubte nicht, dass wir seine Tochter finden würden. Aber es tat weh, dass er so sehr allein sein wollte. Ich glaube, dieser Abschnitt fängt relativ früh mit Stress an. Also meine ich, mich erinnern zu können. Deswegen werde ich auch jetzt nicht allzu weit vorgehen. Sag, bis Madame von der Toilette gekommen ist.
Nur mal ein bisschen hier Linsen, ein bisschen da. Da, apropos Linsen. Nein, das ist nicht gut. Magst du kommen? Ja. Beeil dich! Ja. Dann auf dem Wege. Ich kann ja nicht mit ungewaschenen Händen wieder herkommen, das geht ja nicht. Ja, nein, das wäre eher unschön. Aber so. Ich werde hier gerade verprügelt. Okay. Und pass auf, mach dich bereit. In etwa ein kleines Stück links von dir geht die Action auch schon los. Okay. Oh, ich werde hier. Ja, ich auch. Ich bin in der voll. Verschwindet aus der Ecke, Ich bin nicht da, nicht? Ja, ich versuche. Du sollst dich halten, genau. Weil das fing nicht gut an. Schon Nachschub, wie ich da hinten so ein bisschen aus den Augenwinkel. Oh! Und dann sind die wacki schnell. Ja, ich stecke hier offensichtlich Ohr. Alter, wie die um mich herrutschen. Zack, weggemessert. Ah, gleich geht das weiter. Geht die überhaupt nicht hier? Noch ein Ungewässer. Ich dachte, sie kann wenigstens ein bisschen schneller schießen. Drecksgör, du. So, 5 verbleiben noch. Das Ganze. Da habe ich was gehört. Ja. Kopf gut geraten. Und weg. Jetzt hast du 3 Schuss. Ja, wenn sie mal nachladen will. Oh. Es ist aber auch ein Ärger mit denen. Oh, der war ein bisschen weiter weg. Oh. Ah, Mann, das wird nicht zu weh! Ja, Kopf war nicht. Bein vielleicht. Jo. Korrekt. Alles klar. Bevor du mich hier anspuckst, spuck ich zurück, du Penner. Ja, Fuß. Wo ist denn der andere, der da noch fehlen soll? Kommt gleich erstmal. Nein, hau ab! Ah, oh, dass er mich wirklich noch kriegt, das gibt's nicht. Oh, dafür konnte ich ihm in den Fuß stechen. Mann! Ja, und wie viel er noch? Bestimmt ein dicker, fetter Glas. Och, wie? Och, nö, nein, tatsächlich. Da kommt er dann. Das ist halt so eine Munitionsvergeudung, ey. Ja. Hast du noch? Ja, ja, aber ich hab ihn abgelenkt. Das hat sich da mit seinem komischen Dual-Geschlechtsteil da schützen muss. Oh, da ist einer unserer Controller fast leer. Ja, das ist meiner. Ich muss da jetzt aber gerade noch durchhalten. Ja, dann, der muss noch ein bisschen aufpflanzt. Er will mich? Ja, will er nicht. So, ich will da trennen. Und Matsch. Ja, sauber! Faust! Boom! Sehr gut. Gehen wir weiter, solange wir können.
So, die Teleportation in den nächsten Abschnitt. Wir gehen nicht eh, wir wissen, was mit Elina passiert ist. Moment, da sind schon ein paar Boys. Das Problem zu? Habe ich nicht aufgenommen. Achso, aber du hast trotzdem was. Ja, er schon hat wahrscheinlich noch vom vorherigen Abschnitten. Das hast du ja nicht aufgenommen. Musst du ihn mitnehmen? Ja, okay, dann komme ich nochmal hoch. So, klar. Möchte ich an denen auch nicht so viel schaffen, sie mit der Munition verschwinden. Ach, na gut. Ja, nehm ich in den Arm. So, Muni, Sturmgewehr, Muni, du kannst noch was einsammeln. Ja, mach ich. Hinterm Gebäude. An der Wand, rechts. Ja. Oh, da ist noch einer von denen. Sehr schön. Aber richtig grün. Oh, da war er. Ja. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, das ist der Abschnitt, der absolut nicht grün ist. Danach kommt der Abschnitt, der absolut nicht grün ist. Der geht noch. Da wir unsere besten Freunde sozusagen treffen und das gleich Monster kommt, ist der so zu. Ja. Nein, ich wollte ihn doch gerade schlagen. Komm schon. Wenn ihr nicht wollt, dann würde ich auch nicht. Hab ich das eigentlich richtig gesehen? Kurzzeitig, wenn ich die ins zum Taumeln bringe, ziehe ich eine Brechstange, um die umzuhauen. Wir haben alles raus, was wir benötigen. Hier ist Maschinenpistolen-Munition. Maschinenpistole habe ich nicht mehr, aber. Ja, das sag ich trotzdem mal mit ein. Ich meine, in der Tat ist es auch in oben. Hier ist noch mehr zum Einsammeln, was du eben machen musst. Ja, hier ist eine Zombie-Apokalypse. Nur noch mehr von denen. Ja, okay, mach das. Oh. Ich nehme nur eine Sache. Genau da. Hier die links war irgendwas. Nee, ja, ehrlich gesagt, ich. Oder ich weiß auch, da möchte jemand anders kaufen. Ja. Hier kann ich schon drauf machen. Diese Umarmung hier immer. Möchte ich sogar ich fassen. Hier ist noch was drin im Schrank. Ja, pass auf, da kommen schon wieder neue Typen. Und hier im Schrank ist auch noch was, da kann ich einsammeln. Okay. Gut, wir sollten rausgehen. Oh, scheiße. Nein, gib mir! Oh, verdammt, ich werde gerade selbst umarmt. Noch ein kleiner Feature hier, Feature da. Raus, lauf. Ja, jetzt müssen wir umgekehrt gerade. Und das sind auch fünf oder so. So, hier können wir das Ganze. Ja, das. Ja. Ich möchte meine Munition einfach nicht an euch verschwenden. Ah, von hinten. Ich liebe jetzt. Pass auf. Also laufe ich am besten vielleicht ein bisschen frei. Ich muss das nicht. Und auch da liegen wir ganz drinnen. Na, ja, zwei noch. Ja, ich merke gerade, ich mache das mit der Rückseite meines Gewehrs, das braucht mich gleich an. Ach so! Da mache ich auch meine Hinrichtung, das ist besonders gut. Gehen wir weiter. Gut. Nein, alles klar, fünf Leben. Alles super bisher. Die anderen Leben können wir gleich verkappen. Da bietet der Abstand, glaube ich, auch Gelegenheiten für. Okay, hier kommen wieder die Revenant. Okay, Zeit für Konzentration, glaube ich.
Wenn nicht nur die kommt, dann. Da muss der fast für dich zum Wegstreiten. Der liegt da jetzt schon. Oben links, siehst du den? Ja. Kannst du jetzt schon treffen. Ja, stimmt. Oh, in vorne. Ja. Ach, du musst mal eben wieder kurz auf. Oh, vorne. Boah, da ist was explodiert. Okay. Mach mal zu dir. Oh, voll gezogen. Verdammt, Schloch. Okay, der ist weg. Der ist weg. Aber ich glaube, ich habe eben noch einen schon aus dem Winkel gesehen. Ja. Da hinten ist einer in der Ecke. Ah, wo kam der denn her? Gibt's nicht. Du Pilzlechte von einem Revenant. So, alles klar. Oh, da ist links von mir noch einer. Ich soll mich heilen. So. Ah, scheiße, ist glaube ich umgekippt. Ich habe noch was anderes abbekommen. Ich muss mal. Oh, da hinten in der Ecke. Die hat uns richtig schön umzingelt. Ja, das ist. Was willst du von mir, Rexy? Das gibt's doch nicht! Mann, aber diese fraktionsgeilen Viecher, ne? Autogramme wollen sie, Knutscher wollen sie. Wahrscheinlich wollen sie noch mit dir ins Bett oder so. Oh ja, das wollen sie ganz bestimmt. Das sind die sogar. Oh, da ist noch irgendwo einer von denen. Ich sehe drei. Hier zwei. Den da oben hast du erledigt? Ja. Dann genau. Sind es nur noch zwei. Einer hat mich aber gerade noch geworfen. Ja, also zwei von den Werfviechern. Ja, okay, davon habe ich gerade einen gesehen beim Vorbeilaufen. Ah, das gibt es nicht! Nein, hör auf mich zu töten! Ich komme. Ich kann mich nicht heilen. Wo bist du? Ja, danke. Jetzt mach ich das zweimal. Ich bin arsch. Oh, diese Pissnähte von einem. Oh nein, jetzt hat er mich festgehalten, dass ich gerade auf mich schießen würde. Verdammt, ist ja schnell. Jetzt aber. Geht zu meiner Köderflasche? Ja! Sauber, das hat funktioniert. Oh, aber einer von denen hat es bestanden. Und der umarmt mich, während ich mach's im Gesicht habe. Oh, auf Schießen gerückt gehalten? Okay. Bam! Sehr schön, 12 noch. So wird das gemacht. So, ich habe auch noch relativ viel Munition für die Verhältnisse. Ja, ich denke. Achtung, da hinten steht auch noch einer von denen. Ja, fast. Lach einem alles durch. Ja, der kann nicht ganz so weit schleudern. Was für ein Noob. Sorry. Ja, fehlt. Ich habe nur noch einen einzigen Schuss für die Sprung. So, okay, jetzt ist er weg. Okay. Aber aufpassen. Ich glaube, da geht noch einiges mehr. Hier ist schon wieder ein grünes Kraftgewehr, habe ich eingesammelt. Schrotflinten noch nicht. Ah, drei Kugeln. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Okay, drei Kugeln, ne? Ist okay. Jo, Gewehrmunition, Hammer. Schrotflinten noch nicht. Ja, so ist gut. Hier Sturmgewehrmuni, die nehme ich, sammle ich ein. Kannst du die gleich aus meinem Inventar holen? Die ist doch irgendwie so ein Eingang in eine Fabrik oder so. Sieht das nicht aus? Hat da was drin? Vielleicht, aber wir müssen uns erst zum Ungeheuer kümmern. Okay. Erst zum Ungeheuer. Mach hier mal das Türchen auf. Was? Mach mir Sturmgewehrmunition, die du gleich nicht alles mit. Oh, noch mehr Gewehrmunition für dich. Verbleiben, da kommen Viecher. Scheiße. Ah, da wächst er mir ins Gesicht. Lass mich gar nicht so genau wissen, was du so machst. Ah! Oh, wo bist du? Scheiße! Oh nein, jetzt habe ich mich umarmen lassen. Ich bin draußen! Ja, okay, dann lass uns wieder gut verteilen. Bevor wir uns hier verprügeln. Oh, da war noch schon jemand hinter dir her. Ah! Gibt
möchte es nicht. Ja, pass auf, das sind Erdhütte, hier auch einer von den Dicken. Ich renne erstmal irgendwo hin, ich weiß nicht genau wohin, aber ich renne. Ich sehe dich, du bist gerade am Gittertor. Okay. Verdammt. Oh, verdammt, ich hab mal Angst. Oh, pass auf, das ist ein Dicker. Ist uns ein bisschen mehr Freilauf aufwachen. Das ist viel zu dicht, genau. So nicht, Freunde! So nicht, habe ich gesagt! Brenne! Und er steht noch! Brenn nochmal! Noch neun. Weil du ihn fast nackt gemacht hast. Ja. Brenn! Ach verdammt. Ah, der tatsächlich ist tot. Okay, noch ein. Oh, Mist, da ist wieder eins von diesen anderen blöden Dingern. Zumindest schon mal ein neues Kraut gefunden. Das wünschte ich, ich wüsste nur, wo es da oben. Da steht es. Ach verdammt. Ah, der ist weg. Da hinten ist auch noch einer rechts. Auf dem Gebäude, glaube ich. Ja. Schön, soll ich da eben so ein Rot. Da! Ja, Tatsache, da steht einer. Oh. Ein bisschen verscoped. Ach, da dreht er sich natürlich genau dann um. Willkommen. Ich hab einen durch, dass ich den laden kann. Was schießt ich hier? Da wirft er, da hat er jetzt gemerkt, dass auf ihn geschossen wird. Mal gucken, ob ich ihn ablenken kann. Blöd, Mann. Na, willst du auf mich schießen? Reicht's mir. Zurück. Zada! Noch Zeit. So, 6 noch. Ich fürchte, das wird jetzt die letzte ganz besonders furchtbare Runde. Na gut, dann sollten wir uns verarzten. So. Ich habe noch jede Menge Munition, muss man sagen. Ich auch. Aber ich glaube, da diesmal meint, ist das Spiel nicht so gut mit uns. Nee. Also zumindest nicht, was die Monster What? Betrifft. Ja, da kommt einer, auch einer von den Dicken von oben, oder? Oh. Oh, schön angekotzt. Und direkt umarmt. Nicht schlimm. Hab ich nicht vor, hab ich nicht vor. Okay, ja, Kopf. Rot ist alle. Sein Kopf ist auch alle. Da kommt ein Dicker. Noch 4. So wird nichts. Ja, da kommt noch ein zweiter Dicker und noch einer von den anderen Pickelmännern. Ja, das kommt in einen Pickelmann. Bin ich losgeworden? Oh, lass ich mich. Oh. Shit! Ah, da kommt der letzte von den Pickelmännern. Ach, verdammt. Ah! Mann, lass mich doch in Ruhe! Ich kann mich nicht heilen, scheiße. Ja, ich hab noch was. Allerdings, allerdings wollte ich gerade sagen, ich hab hier 2 Gäste. Ich schnapp mir das von dir. Ja, mach das. Und so schnell! Warte, okay, bleib stehen. Oder nicht? Nein. Ha, ich hab dich noch gekriegt. Nein, verdammt. Hat er dich mit dem Tentakel erwischt, unfassbar. Ich bin gelaufen. Ich konnte nicht
gelaufen. Oh. Puh. Okay. Bisher läuft es ja ganz gut. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es lief, das war, glaube ich, auch kurz vor Ende. Aber ja, dann mussten jetzt, wir noch mal. Die letzte Welle ist auch die schwerste. Ja, weil da drei im Prinzip Bossgegner kommen. Ja. Von wo starten wir gerade? Wir müssen den Abschnitt ganz sofort, glaube ich. Nein, ehrlich? Oder? Nee, da bin ich schon tot. Doch, hier. Der da oben steht wieder auf. Oh. Verdammt. Ach nein, ich bin umarmt. Gut, das ist ärgerlich. Aber auch kein Beinbruch in dem Sinne. Das gibt's nicht. Übrigens, wenn die am Boden liegen, sind die quasi nicht runter. Wer ist unten runter? Diese Pickelviecher. Also ich hab's von seinem... Oh! Sein Auge gesehen, hat drauf geschossen, aber der ist dann nur aufgestanden. Horror-Moves. Wieso habe ich nichts zum Helm? Was soll der Scheiß? Ja, das klingt schlecht. Ich habe das, aber ich sehe dich gerade nicht. Ich hab. Ich werde gerade nicht in Ruhe lassen zum Snipern. Das ist auch nicht so ganz cool. Er hat sich gerade die Säge runtergehauen. Nicht verarbeitet, Lexi? So, den einen. Oh, habe ich, aber dafür habe ich was an den Rücken bekommen. So, ich hab den Einkauf gemacht. Ja, sehr gut, sehr gut. Umso weniger O von denen, desto besser O. Vielleicht zwei andere Freunde. Ach, verdammt. Da ist immer noch einer, den ich nicht zusehen kann. So, der eine Revenant ist down. Ach, Mann. Der das hat der mich jetzt gegriffen. Tipps doch nicht. Oh, hier ist noch einer. Shit. Ich hat einer gegriffen. Puh, ganz schön stressiger Abschnitt. Fünfte! Die greifen ja, nachdem sie gegriffen haben, sofort wieder zu. Leider lassen die mir für meine Waffe auch verdächtig wenig Zeit. Aus nächster Nähe geht's noch am besten. Du kannst gleich mal in die Fabrik rein. Die Jupen mache ich. Ich brauche sowieso gleich dringend eine Munition. Ich habe Pistolenmunition gefunden. Mhm. Also, nämlich da drin, weiß ich nämlich, da geht es. Munition für mich. So, ich habe alles mitnehmen, ne? Ja, ich nehme alles mit, was ich finden kann. Ob da was drin ist? Vielleicht. Aber wir müssen uns erst zum Ungeheuer. So, 11 sind da noch. Okay, geh in die Fabrik rein, rechts rum. Mach ich. Hier oben nochmal kurz gucken. So, das muss ich nämlich auch, weil eine Fabrik ist nämlich auch Munition für mich. Oh, ich habe eine Pistolenmunition für dich, nehmen. Krall die Zeiten aus mit dem Inventar. Weil wir haben eigentlich keine Vorteile davon, wenn du mitten im Kampf die Dinger. Ja, mit dem Inventar. Ach ja, den Raketenwerfer, den kann ich leider nicht tragen.
Den, was ich denn nehmen? Scheiße. Den kannst leider nur du mitnehmen. Denkt auf den, den, der hätte das. Oh, das ist leider schon Monster. Nee, noch nicht, Gott sei Dank. Okay, dann nehme ich den Raketenwerfer. Ja, den könntest du gut gebrauchen. Zumindest also, für einen. Obwohl er zum Ende hin. Ja, oder? Genau, würde ich sagen, also in der letzten Welle. Hauen die mich von unten. Oh, boah. Oh, komm schon. Das will nicht. Ach, da ist ein Schwachpunkt. So, zwei weniger. Denk dran, letzten sechs, da fängt es an schlimm zu werden. Oh, das gibt es nicht! Dieses Mistviech, ey. Das fängt heute auch damit auf, werden, wann ist es will. Dachte mir gerade, naja, der braucht ja noch ein bisschen. Normalerweise läuft dieses Geräusch ja drei, vier Mal hintereinander und dann greift er zu, denke ich, mir kann ja noch vorbei rennen. Nein, das geht nicht! Also ganz drauf verlassen kann man sich scheinbar auch nicht. Okay, aber noch drei Leben. Das ist immer noch mehr als genug. Das ist aber nervig. Oh ja. Ein bisschen Nerven aufreibend. Ja, es bringt echt nichts auf. Ich muss wieder nach dem Boden gehen. Oh, pass auf. Ja, genau, da wollte ich auch drauf schießen, aber ich musste nachladen. So eine Dreckskacke hier. Das gibt's nicht. Das war ein sauberer Schuss, ey. Ach, das aber davon scheiße. Das fühle ich auch. Was für ein nervig aufreibender Kampf. Sensationell. Oh, das gibt es nicht, dass sie einen sofort greifen, ne? Sagen, das im Kopf. Ach nein, nee. Nein. Ach, nein. So, down. Sehr gut gemacht. Sehr schön. Oh. Oh, noch ein Ribbon. Komm. Instant! Schön. So muss das gehen. Ach, da ist ja noch einer von denen. Ach! Natürlich. Was soll's? Was soll der Geil jetzt? Eins haben wieder näher ran. Dann läuft das auch. So, sind wir schon wieder bei 12. Da hinten steht einer noch drauf. Ja, alles klar. Dann gönne ich mir die Nähe. Hast du schon Kacke in den Fingern? Das hat er. Schon Kacke? Wirft er mit Kacke? So sieht das ein bisschen aus, wenn es dann warm ist. Ob da was drin ist? Och, ich hasse diesen Typen einfach nur. Okay, wenn du die hast, kannst du mir die auch zeitnah geben. Ja, ich kann sie noch nicht aufnehmen. Also, oh, ich kann sie nicht aufnehmen, das macht auch nichts. Ich komme jetzt sofort rein. Weil der Typ ist weg. Ja. Da kommt sofort was Neues. Ja, das klingt danach. Oh. Scheiße. Tatsächlich haben wir dieses Mal überhaupt keine Zeit bekommen. Ach, das gibt's nicht, ey. Wirklich, die Typen sind auch, gehören auch zu dem, mit dem, mitunter zu dem lästigsten, was möglich ist. Oh, verdammt.
Stöße. Diesmal gar keine Brandflasche mehr, habe ich gerade gesehen. Oh, so ein Glück, Mann. Oh, pass bloß auf, der möchte dir in deine Ecke. Ah, da haut er mir eins über. Pass auf, der möchte wieder. Nein, ich muss durchladen. Ja, scheiße, ne? Wirklich, zäh. Der ist weg. Den da oben kannst du mal wegschneiden? Ja, wir haben mich leider gerade voll gemacht. Da oben kommt schon. Ah, da oben ist noch ein Werfer. Ja, ich versuche gerade ein bisschen Abstand zu nehmen, damit ich ein bisschen besser sehen kann. Ach, Glück, Mann. Okay, jetzt mache ich den anderen. Dann müssen wir allerdings auch sofort die Restmunition einsammeln und den Raketenwerfer am besten in der Zwischenzeit. Ja, besten, vielleicht sogar bevor ich den umhaue, weil wir damit rechnen müssen, dass danach sofort Nachschub kommt. Ich habe meine Pistole da gelassen. Okay, alles klar. Dann schieße ich jetzt den Rest weg und hole mir meinen Nachschub an Schaft zur Munition. Ich warte mit dem allerdings, bis die drei Viecher da sind. Weil jetzt gleich erst kommt, nach dem kommt die letzte Welle. Am besten stellst du dich schon mal so gut hin. Ja, jetzt brauche ich nämlich dringend Nachschubmunition. Nein, bald kommen wir. Na gut, dann sollten wir uns verarzten. Also, dass mein Opa aber auch so ein Hellseher ist, ne? Mhm. Frage ist, von wo kommen die Dächer jetzt? Die meisten kommen von irgendwelchen Dächern gesprungen. Ist ein. Ja, ich weiß schon. Ja, also ich glaube, ein von den Werfern kommen eigentlich fast keine mehr. Da ist ein Revenant. Oh. Der kommt gleich die Tür hoch. Ja, darf er ruhig. Aber ich passe auf, hier drin ist, sonst ziehen die Sackgasse. Ja, das macht. Sei denn, du springst aus dem anderen Ausgang raus, glaube ich. Aber denk dran, wenn ich die anderen Typen hier einkessel. Du musst hier irgendwie raus. Aber ja. Jetzt über die Kisten, weil da ist einer von den Dicken kommt da rein. Hier, ich kannst du. Die... Ich hab Raketenwerfer, ich benutze ihn. Okay, pass auf, weil die können das überleben. Bam! Okay, noch also drei. Also den Typen habe ich echt komplett zermetzelt. Okay, alles klar, pass auf, da kommt der nächste. Der nächste. Der nächste. Der hat richtig Bock. Komm wieder runter. Der zeigt mir seinen Schwachpunkt auch nicht. Du kannst über den alternativen Ausgang raus, ne? Ja. Über die Kisten. Ja, pass auf, die allein Revenants mit drin. Raus, raus, raus. Oh, verdammt! Knapp. Nein! Und ich bin gerade am Heilen! Das gibt auch, es nicht! Ich war auch, gerade am Heilen. Oh Mann, so eine Rotze! Ich hasse diese Viecher! Jetzt wird es langsam ein bisschen enger. Ja. Ich glaube, wir sollten uns langsam ein bisschen nach hinten reißen. Ein bisschen. Okay. Wir müssen mal da sein! Oh Mann! Na doch, klar. Ja, ich glaube, die Konzentration wird noch leider eher schlechter denn besser. Oh, ne, dafür hat er den geworfen. Na ja, komm, komm, ich weiß, dass du werfen möchtest. Komm, komm, komm. Ach, verdammt. Auch gut.
Fliege. Unfassbar. Die Runde lässt sich gerade nicht so gut an. Nö. Ja, ich sehe dich gerade nicht. Ich, das kommt direkt auf mich zu gerade aus, Alter. Alles klar. Okay, jetzt mal. Jetzt auch ein bisschen. Mann, diese Rotze! Oh, Dammer! Das gibt es doch nicht! Okay, ein bisschen mehr Konzentration. Okay, ein nach dem anderen. Ah, Kopf. Diese verdammten Drecksviecher. Ja, das hast du was. Das hat auch absolut keinen Spaß, die zu kämpfen, ey. Die bin ich los. Da spuckt er mir ins Gesicht. Weißt du ja nicht, wie unhöflich das ist? Oh, pass auf, da kommt ein Raketentyp. Ach Gottchen. Down. Lass mich raten, ist das wieder so ein verkopfter Typ oder so? Kann man dich mal bitte um die Sicherheit werfen? Wo ist denn der nächste aufgetaucht? Ach, da hinten ist noch einer. Versteck dich mal in der Kiste oder so, damit du nicht gleich den nächsten abbekommst. Ja, das hat richtig Munition gekostet. So, wir sind jetzt bei 11. Ich hole mir jetzt den ersten Munitionsnachschub. Wir werden Antworten in der Runde finden. Weiter. Ja, nimm alles mit, was du findest, ne? Jetzt mache ich. So, zack, Pistolenmunition habe ich auch. Sehr gut. Ja, die werden gleich an nichts kommen, die Typen nehme ich an. Greif dir alles, was du brauchst. Ich gehe sogar schon mal kurz in die Fabrik, hole mir eine Schachtel zu mir. Beim nächsten Mal möchte ich nämlich nicht, wenn die letzten 6 kommen, da drin sein. Vielleicht, aber wir müssen uns erst um Ungeheuer kümmern. Okay, sehen wir uns später. Ja, wir kommen jetzt die letzten Viecher auch gleich. Sind beide bei mir, die kommen jetzt beide durch die Tür rein. Ja. Hier drin ist auch ein grünes Kraut. Oh, da kommt der erste Dicke, der kommt jetzt auch rein. Wenn du kannst, verschwinde aus der Fabrik. Ja, das macht hier aber mit deinem Weg. Oh, der springt auch noch eiskalte Dicke, aber ich habe ihn jetzt auch so ein bisschen weggelockt. Das heißt, du kannst dich erstmal um die anderen kümmern. Bis er sich anders entscheidet. Das ist der Typ mit seinem Panzer. Von vorne ist der aber auch richtig
kacke zum Kämpfen. Da habe ich auch keinerlei Brandgranaten oder so. Genau, komm du erstmal in Ruhe aus der Fabrik sonst. Na, da ist da noch ein Bär vor. Wo ist denn das Viech, was dich gerade belästigt da unten? Genau, versuch den Satz mal abzulenken. Ich versuch mal an den Werfen anzukommen. Dann ist der immer noch vorbei auf mich. Oh ne, der kommt jetzt hoch. Kommt jetzt in die Fabrik rein. Ja, bitte. Ach, das ist noch ein Bär, für den versuche ich mir eben auszuschalten. Oh, verdammt. Ach, der versucht anscheinend gar nicht mich zu treffen. Das war noch ein bisschen eingesperrt, so ein bisschen. Ich hasse es, dass diese Typen unverwundbar sein müssen. Das heißt, man trifft dieses. Oh, na gut, dann hat er sich selbst gebrochen. Pass auf, das ist sehr knapp. Ich habe das Gefühl, der darf. Er ist down! Okay, jetzt kommen allerdings zwei. Was? Jetzt sechs. Also zwei von den Dicken und vier von den Revenants. Da sehe ich den Dicken, da sehe ich einen Revenant. Der andere brauchen das jetzt auf Abstand. Hat der eine Storm! Sehr schön. Scheiße, shit. Ha! Den anderen Fetten kann ich gerade leider nicht sehen. Drinne. Der hat's auf dem Kopf. Pass auf, rechts von dir. Ah, ja. Ein bisschen weit links raus von dir, aber. Na komm schon, was willst du von mir? Heil ich gleich. Ja. Zwei noch. Oh, der Dicke kommt übrigens zu dir. Für den Raketenwerfer. Und ein Gold ist drauf. Das ist nur ein Revenant? Ich bin leider aus. Keine Munition mehr, daher musst du den irgendwie so ausschalten. Und der Fette kommt mich jetzt zu dir, der hat voll Bock auf mich. Oh, fuck. Revenant ist down. Okay, damit ist das Viech der letzte. Ja. Der Fette. Scheiße. Der torkelt um mich herum. Ja, lock ihn noch weiter. Na, ja, mach ich. So, ich gönne dir freien Schussfeld. Jawohl, der ist tot. Jawohl, ja. Geht doch! Ich dachte
Ach, Gimbus, du bist auch schon wieder reingelaufen. Was warst du? Das war ich, ja. Schauen Sie sich das an. Ich glaube, er ist von Irina. Irina! Gutes Mädchen. Ohne ein Wort lachte die letzten Worte seiner Tochter. Ich sah, wie er der Realität ins Auge sah und dachte, ich kann das meinem Dad nicht antun. Ich kann hier nicht sterben. Wenn er überfürsorglich sein will, bitte. Lieber das, als dass er sich den Rest seines Lebens wünscht, er hätte mich besser beschützt. Und was den alten Mann anging, er und ich waren am Ende unserer Reise. Tja. Yay. Du solltest Mund mit Seife auswaschen. Moira. Ach komm schon, die haben sie doch gern. Und mein Name ist Evgeny. Evgeny? Evgeny. Ach du Schande. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Ja, wie man gesehen hat, konnte man auch ein zweites Ende erspielen. Ein gutes Ende, welches wir nochmal nachreichen werden. Tja, ABS. ABS? Oh, ja. Ja, damit haben wir für die erste Hälfte der DLCs schon mal eine Stunde gebraucht. Zu geben, war etwas kniffliger als erwartet. Evgeny hat dank Scharfrütteln auch ein bisschen mehr Präzision, das lässt sich nicht vermeiden. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du in diesem Spiel eine höhere Treffgenauigkeit hast als ich. Keine unsichtbaren Gegner. Ja, aber du konntest snipen. Ja, genau, tatsächlich. Das hat Vorteile, die meisten Gegner. Ein bisschen. Ja, das war die erste Hälfte. Gleich kommt der etwas lästigere DLC. Darauf freue ich mich nur so halbwegs. Ja, ich freue mich, weil ich nichts machen muss. Ja, gut, ganz mit Eierschockeln kommen wir da auch nicht durch, aber ja, mal schauen. Also, wenn ihr Bock habt, schaltet gleich wieder ein, dann geht's weiter mit die kleine Frau, oder? Ja, ich glaube, es war die kleine Frau. Das irgendwie ist das nächste Kapitel, genau. Also, wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Wir sind in 5 Minuten, 5 bis 10 Minuten sofort wieder für euch da. Bis wir dann! Sehen uns. Tschüss!